Fit for Life 2021. Eine besondere Veranstaltung in einem besonderen Jahr. Herzlich willkommen hier in den neuen Live-Radio-Studios am modernsten Audio-Campus Oberösterreichs. Die Studios werden Ende April in Betrieb gehen. Vorher aber schon die doch rund erneuerte Veranstaltung Fit for Life als digitaler Event. Nach dem Jahr der Pandemie 2020 haben wir gesehen und noch mehr gespürt, wie wichtig und bedeutend Sozialberufe und Gesundheitsberufe sind. Dem Rechnung zu tragen und mehr denn je darauf hinzuweisen, das ist die Idee und der Zweck dieser Leitveranstaltung für Sozial- und Gesundheitsberufe. Ein umfangreiches Programm, dazu auch erstmals Johnny Reporter, einer unserer Reporter, die wir auf Reisen geschickt haben, um ganz Oberösterreich für diese Veranstaltung mit zu begeistern. Die digitale Veranstaltung Fit for Life wird dann von unserer charmanten Moderatorin Kathi Hellmeier moderiert. Wir freuen uns schon drauf und auch Sie und euch alle ab Anfang Mai dann in den neuen Live-Radio-Studios am modernsten Audio-Campus des Landes in der Linzerie begrüßen zu dürfen. Live aus der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Fit for Life. Und hier ist Live-Radio-Moderatorin Kathi Hellmeier. Und jetzt geht's los. Willkommen zu Fit for Life 2021. Dieses Jahr Premiere. Wir sind virtuell. Es ist aufregend, weil es ist dieses Jahr alles ganz anders und wir nützen es und geben euch jetzt eine Stunde lang die geballte Info in puncto Gesundheits- und Sozialberufe. Die besten Ausbildner aus Oberösterreich haben sich hier für Fit for Life für euch versammelt. Ihr bekommt hier alle Infos. Ihr könnt selbst live Fragen reinschicken, die ich dann stelle. Und ihr könnt ein iPad gewinnen. Eine Stunde, wir haben viel vor. Darum habe ich mir Unterstützung geholt. Er ist Reporter. Irgendwie ist er auch Rapper. Er ist einfach sehr speziell und er hat für euch schon alle Ausbildungspartner besucht. Er heißt Johnny Reporter. Ich stehe hier in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und er meldet sich jetzt live aus dem Live-Radio-Studio. Hallo Johnny. Jo, ich habe wirklich schon einiges erlebt. Ich war im Kepler Uniklinikum, ich war im Klinikum Welskirchen, ich war bei den Sinnstiftern, ich war im Landespflege- und Betreuungszentrum in Neuhofen an der Krems und für die Oberösterreichische Gesundheitsholding in Steyr, Vöcklabruck und auch in Freistadt. Also wirklich einiges erlebt und ja, habe mal für euch Ausbildungsberufe angeschaut im Pflege- und Sozialbereich. Ja, und du blendest uns da richtig mit deiner Sonnenbrille im Studio. Wunderbar. Und du hast auch das iPad bei dir. Zeige mal her das Ding, das wir gerne alle hätten. Ja, es ist wirklich großartig. Also wenn man sich das anschaut, es ist niegelnagelneu. Ich habe es sogar noch in Plastik drinnen lassen. Es ist unberührt. Es ist unfassbar und ich kann euch nur sagen, holt es euch. Ich hoffe, es bleibt auch unberührt. Das werden wir verlosen. Es gehört nicht dir, Johnny. Wir sehen dich gleich wieder. Davor natürlich für euch die wichtigsten Infos. Wie kommt ihr zu diesem iPad? Ihr habt schon vorher auf den Folien eingeblendet gesehen, den QR-Code bzw. die kurze URL-Adresse. Scannt den Code, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, oder gebt die Adresse einfach in den Webbrowser ein. Meldet euch an. Ganz wichtig, bitte nicht mit einem Disney-Namen oder einer Disney-Prinzessin, sondern unbedingt mit eurem richtigen Namen und vor allem mit der korrekten E-Mail-Adresse, weil wir wollen euch ja dann auch kontaktieren, damit ihr zu eurem iPad kommt. Darum geht's. Also meldet euch an und dann geht's schon los. Direkt über diese Handy-App könnt ihr beim Quiz mitspielen. Wir spielen das Ganze jetzt mal mit einer Proberunde durch. Die zählt natürlich noch nicht, aber hier kommt die erste Frage. Wie gesagt, noch keine Punkte fürs iPad, aber für euch, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Ihr merkt schon, ich bin Radiomoderatorin. Ich spreche für mein Leben gern, sehr leidenschaftlich und sehr schnell. Darum die Frage, wie viele Wörter spreche ich in einer Radioshow pro Minute? 110, 150 oder 170 Wörter? Der durchschnittliche Mensch spricht 100 Wörter pro Minute. Wie schaut es bei einem Radiomoderator aus? 110, 150 oder 170? Stimmt ab. Und hier kommt auch schon die Antwort. Die sehen wir dann immer gleich im Nachhinein. Und zwar lautet die richtige Antwort 170. Ja, wenn ich ganz gut drauf bin, geht noch mehr. Aber 170 Wörter ist so ein Durchschnittswert und 19% von euch haben das richtig ausgewählt. Also so funktioniert's. Bei jeder Quizrunde einfach das Handy schnappen, mit abstimmen, dann bekommt ihr Punkte und der, der die meisten Punkte hat, bekommt zum Schluss das iPad.
Genau so funktioniert's. Und wir schalten jetzt zu unserem ersten Ausbildungspartner. Johnny Reporter hat ja alle für euch vorab besucht. Und schaut euch die Videos genau an. Denn in den Videos verstecken sich auch viele Hinweise für das Quiz zum iPad. Also, hier kommt eure erste Zukunftschance bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Jo, scharfer Einsatz heute für mich für die Oberösterreichische Gesundheitsholding. 9 Standorte gibt es ja. Heute bin ich in Steyr und ich zeige euch jetzt, welche Ausbildungsberufe in der Pflege ihr hier machen könnt. Jo, Vanessa, jo. Du machst ja gerade eine Ausbildung zur Pflegefachassistentin. Wieso ist es genau dieser Job geworden? Also ich wollte schon immer in den Gesundheitsbereich arbeiten. Mir macht es einfach Freude, das mit Menschen zu unterstützen, zu helfen. Die Ausbildung ist auch sehr abwechslungsreich. Und wir können auch das, was in der Praxis, in der Theorie lernen, gleich in der Praxis umsetzen. Und mit unserer Klassengemeinschaft ist wirklich kunterbunt gemischt, von jung bis alt. In einem Höllentempo bin ich jetzt von Steyr nach Vöcklabruck gedüst und da treffe ich jetzt die Annabelle. Annabelle, du machst ja gerade das Berufsfindungspraktikum. Was ist das genau? Das Berufsfindungspraktikum dauert 9 Monate und dient eigentlich zum Einschnuppern in den Gesundheits- und Sozialbereich, wo man halt währenddessen sehr viele verschiedene Erfahrungen sammeln kann. Wieso hast du genau das ausgesucht? Weil ich nach meiner schulischen Laufbahn nicht genau gewusst habe, was ich genau machen will, beziehungsweise ob der Gesundheitsbereich wirklich das Richtige ist für mich und in welche Richtung, dass ich da eben gemächert. Und noch die Theoriestunden und für praktischen Erfahrungen habe ich dann erkannt, dass das eben genau das Richtige für mich ist und darum möchte ich da unbedingt dranbleiben. So ein Pflegeberuf ist schon ein Knochenjob, oder? Yes! Yes! Ruckizucki bin ich jetzt nach Freistadt gedüst zur Schule für Gesundheit und Krankenpflege und da bin ich jetzt auf der Suche nach der Person, der diese Leber gehören könnte. Frau Hengel, gehört dir vielleicht diese Leber? Ah, du bist Lehrerin. Was sollte man als junger Mensch für einen Beruf in der Pflege mitbringen? Der Gesundheitsberuf ist ein Beziehungs- und Kommunikationsberuf. Wichtig ist die Freude an der Begegnung mit Menschen. Einerseits im Team, wir arbeiten sehr viel im Team, und andererseits auch eine Vertrauensbasis aufbauen für Pflegeempfängerinnen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Mitzubringen sind auch die Liebe zu Gesundheit, zum Wissenserwerb für die Pflege und für die Medizin. Zusammengefasst, der Gesundheitsberuf ist vielfältig, abwechslungsreich und zukunftssicher. Wo gibt's die Infos? Auf unserer Website. Und die blenden jetzt da ein. Zu Gast bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Übrigens, die ersten von euch haben es schon getan. Wenn ihr Spezialfragen habt, die könnt ihr auch einfach per Handy-App reinschicken und ich stelle sie jetzt dann gleich live im Interview. Davor stelle ich aber Fragen direkt an euch. Wir starten die erste Quizrunde. Die erste Möglichkeit, euch dem iPad anzunähern. Und die Frage lautet, wie viele Stunden an praktischer Ausbildung absolviert man im Rahmen der 2-jährigen Ausbildung zur Pflegefachassistenz an den Oberösterreichischen Gesundheitsholdings Schulen? Weniger als 500 Stunden, zwischen 1000 und 1300 Stunden oder mehr als 5000 Stunden. Die Zeit läuft, entscheidet euch schnell. Was schätzt ihr? Weniger als 500 Stunden, zwischen 1000 und 1300 Stunden oder mehr als 5000 Stunden. Ich schaue zur Live-Regie und sie deutet mir, die Zeit ist vorbei. Das heißt, hier kommt schon die Antwort. Zwischen 1000 und 1300 Stunden und 79% von euch haben das richtig gewusst. Sehr gut, die ersten Punkte sind bei euch. Und hier kommt schon die zweite Frage. Die lautet, wie lange dauert das Berufsfindungspraktikum und an wie vielen Standorten der Schulen wird es angeboten? 9 Monate und 4 Standorte, 36 Monate und 15 Standorte oder 14 Tage und 1 Standort?
Was ist die richtige Antwort? Wie lange dauert das Berufsfindungspraktikum bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding? 9 Monate, 36 Monate oder 14 Tage? Die Live-Regie deutet mir, die Zeit ist vorbei. Das heißt, wir schauen uns an, wie lange dauert denn das Berufsfindungspraktikum? 9 Monate und es gibt 4 Standorte und ist jetzt richtig gut. Schon wieder 79% haben sich einen Punkt geholt und sind somit dem iPad schon einen Schritt näher. Sehr gut. Und wir wollen natürlich nicht nur das iPad, wir wollen viele Infos, wie es ausschaut mit euren Zukunftschancen. Und die holen wir uns jetzt direkt bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Und zwar live zugeschaltet ist jetzt Magister Elke Ablinger. Sie hat die Standortleitung über für die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und die Schule für medizinische Assistenzberufe am Salzkammergutsklinikum. Frau Magister Ablinger, ich möchte gerne wissen, welche Ausbildungen werden denn an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der Oberösterreichischen Gesundheitsholding angeboten? Ja, schönen guten Morgen oder Vormittag. Also unsere Ausbildungen sind sehr vielfältig. Zum einen bieten wir die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz oder auch die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz an. Darüber hinaus bilden wir verschiedene Ausbildungen in den medizinischen Assistenzberufen oder auch Fachsozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit an. Für all jene, die eben noch nicht wissen, ob der Gesundheits- und Sozialbereich für sie das Richtige ist oder welche Ausbildung sie anstreben möchten, haben wir auch unter anderem das 9-monatige Berufsfindungspraktikum, das eben auch eine Orientierung geben soll. Sehr gut. Und dann kommt noch eine Live-Frage herein. Die könnt ihr uns ja die ganze Zeit schicken per App. Und da wird mir jetzt die Frage eingeblendet. Und zwar fragt die Lilly, was ist denn jetzt das Besondere an den Ausbildungen an den Schulen der Oberösterreichischen Gesundheitsholding? Ja, Besonderheit ist sicher mal unter anderem, dass eben eine optimale Kombination aus Theorie- und Praxisunterricht stattfindet. So ist zum Beispiel in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding in den Schulen der praktische Ausbildung über das gesetzlich geforderte Maß hinaus erhöht. In Simulationstrainings können die Auszubildenden mittels modernster Technik Pflegemaßnahmen üben und trainieren, was ihnen dann auch in weiterer Folge eine Sicherheit bietet. Und was auch noch zu betonen ist, dass wir eben sehr viele verschiedene und gute Praktikumsmöglichkeiten in den verschiedenen Kliniken haben. Sehr gut, jede Menge Möglichkeiten bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Danke für diesen ersten Einblick und es geht schon weiter mit dem nächsten Ausbildungsprofi für euch. Und zwar, wie wär's mit einer Ausbildung im zweitgrößten Krankenhaus Österreichs, im Kepler Uniklinikum? Johnny Reporter ist für euch hingedüst. Jo, jetzt bin ich im Ausbildungszentrum am Neuromed Campus in Linz und da treffe ich jetzt gleich die Frau Nicke. Jennifer Nicke, stellvertretende Direktorin der Schule für Gesundheits- und Sozialberufe, die auch zu den Schulen der Oberösterreichischen Gesundheitsholding dazugehört. Was kann man jetzt bei euch machen? Ja, herzlich willkommen bei uns am Ausbildungszentrum am Neuromed Campus. Bei uns als zweitgrößtes Spital Österreichs gibt es natürlich eine Menge zu lernen. Bei uns kann man die einjährige Pflegeassistenzausbildung machen oder die zweijährige Pflegefachassistenzausbildung und unter anderem einen Beruf in der medizinischen Assistenz erlernen, das heißt Röntgen- oder Operationsassistenz. Das Tolle an diesen Ausbildungen ist auch, dass ich sie berufsbegleitend oder Teilzeit absolvieren kann. Paul, du hast dich für die Ausbildung zum Pflegefachassistenten entschieden. Wieso? Ich war bei der Rettung, was mir sehr gut gefallen hat, mit den Leuten zusammenarbeiten und da wollte ich dann gleich mal was im Gesundheitsberuf machen und habe mich dann für die Ausbildung entschieden. Ja. Ja. Was ist das Schöne an deinem Job? Mit den Leuten zusammenarbeiten, würde ich sagen. Einfach einer helfen, dass es ihnen bald wieder besser geht und ja, einfach bei einer sein, wenn es ihnen nicht so gut geht. Gudrun, du bist Pflegelehrerin. Was ist für den Unterricht wichtig und welche Qualifikationen sollte man jetzt mitbringen? Ja, für den Unterricht ist wichtig natürlich, dass man gern mit Menschen arbeitet, dass man hohe soziale Kompetenz mitbringt und vor allem ganz viel Verantwortungsbewusstsein. Coole Ausbildungen. Wo gibt es die Infos und wo kann man sich bewerben? Ja, bei Interesse bitte einfach auf die Homepage unter ooeg.at/Bildung oder der Homepage des Kepler Uniklinikums, keplerUniklinikum.at nachsehen und am besten ganz, ganz schnell bewerben.
eine Ausbildung beim Kepler Uniklinikum. Gleich erfahren wir noch mehr darüber. Jetzt wieder das Quiz für euch. Am Weg zu eurem neuen iPad möchte ich jetzt von euch wissen, wie viele Betten gibt es am Kepler Universitätsklinikum in Linz? Sind es rund 250 Betten, rund 1830 Betten oder rund 9800 Betten? Was schätzt ihr? Entscheidet euch schnell, die Zeit läuft rasant ab. Rund 250, rund 1830 oder rund 9800 Betten. Ich schaue zur Live-Regie rüber und sie deutet mir, die Zeit ist vorbei. Das heißt, hier kommt schon die richtige Antwort. Und die lautet rund 1830 Betten. 65% von euch haben das richtig gewusst. Sehr gut. Und hier kommt schon die nächste Chance, Punkte zu sammeln. Und zwar lautet die Frage: Wie viele Praktikumstellen stehen den Auszubildenden für die praktische Ausbildung am Kepler Uniklinikum zur Verfügung? Sind es 15, 69 oder 550? Wie viele Praktikumstellen gibt es am Kepler Uniklinikum? 15, 69 oder 550? Schickt eure Antwort rein. Die Zeit läuft rasant ab und ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sehen wieder die richtige Antwort eingeblendet und es sind 69. Mehr als die Hälfte, 52%, haben das gewusst. Und jetzt holen wir uns noch mehr Infos über das Kepler Uniklinikum. Wir haben sie schon im Video gesehen und jetzt ist sie live zugeschaltet. Jennifer Nicke, stellvertretende Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Neuromed Campus. Frau Nicke, willkommen bei uns. Und gleich die erste Frage. Wie sieht denn der Unterricht in einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule eigentlich aus? Ja, wie es schon meine Kollegin, die Frau Abling, erwähnt hat, ist es bei uns so, dass die Unterrichte in Theorie- und Praxisblöcke unterteilt sind. Zu Beginn hat man mal einen größeren Theorieblock. Da widmet man sich dem gesunden Körper, das heißt der Anatomie und Physiologie des Körpers. Man schaut sich an, wie der Körper funktioniert, aus was er sich zusammensetzt, wie er aufgebaut ist, um sich in weiterer Folge mit der Pathologie, also den krankhaften Prozessen und den Erkrankungen des Körpers zu widmen. Unsere Auszubildenden können dann über eine Methodenvielfalt des Unterrichts anhand des Krankheitsbildes natürlich auch die Prävention und die Pflege der Krankheitsbilder erarbeiten. Und das Tolle ist, wir können in weiterer Folge auch gleich im Simulationsraum die Praxis erlernen und das theoretisch Gelernte gleich ins Praktische umsetzen. Das heißt, wir üben dann gleich auch im Simulationsraum, auch teilweise mit Simulationspatientinnen und Patienten, das sind Laienschauspieler, und somit lebt der Unterricht wahnsinnig. Nachdem wir ja in der Pflege mit und am Menschen arbeiten, nimmt die Kommunikation einen sehr hohen Stellenwert ein und hat auch gleich zu Beginn der Ausbildungen einen großen Platz im Unterricht. Das heißt, man lernt, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander, um zum einen die Klassengemeinschaft zu stärken, aber zum anderen auch gestärkt in die Praxis gehen zu können. Wir haben natürlich als zweitgrößtes Krankenhaus wahnsinnig viele Praktikumstellen zur Verfügung, wo unsere Auszubildenden dann ihre Praktika machen können, absolvieren können. Neben den Praktikumstellen im Krankenhaus haben sie dann auch die Möglichkeit, in extramuralen Stellen, wie zum Beispiel in einem Alten- und Pflegeheim oder in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigte, ihr Praktikum absolvieren zu können. Und Frau Nicke, es sind jetzt viele Live-Fragen zum gleichen Thema reingekommen. Und zwar interessiert ganz viele von unseren Zusehern, hat sich jetzt in der Corona-Zeit etwas geändert in puncto Bewerbung, in puncto Ausbildung? Also es ist so, dass es der Bewerbungsprozess steht auf unserer Homepage. Das ist im Video, ist ja schon gesagt worden, www.keplerunklinikum.at zum Beispiel, können Sie nachsehen, wie der Bewerbungsprozess vonstatten geht. Wenn ich mich entschieden habe, welche der Pflegeausbildungen ich machen möchte, ist es am besten auf der Homepage nachzusehen, welche Voraussetzungen brauche ich dafür, weil das ist alleine von den Schulstufen, je nach Ausbildung unterschiedlich. Und welche Dokumente muss ich denn zu meinem Bewerbungsgespräch mitnehmen? Es ist so, dass das Bewerbungsgespräch, also Einzelgespräche, vor Ort stattfinden, unter Einhaltung aller Richtlinien, natürlich Corona-konform. Dazu wird Ihnen dann bei der
beim Anruf im Sekretariat alles Nötige gesagt. Das heißt, Sie schauen, welche Unterlagen muss ich mitbringen, bereiten sich eine ordentliche Bewerbungsmappe vor, wo diese Unterlagen drinnen sind, machen Sie dann im Sekretariat einen Termin für ein Bewerbungsgespräch aus. Und dafür ist es gut, wenn Sie schon zu Hause mit den Eltern oder mit Freundinnen einmal so ein Bewerbungsgespräch durchüben im Dialog und sich gut überlegen, warum möchte ich denn diese Ausbildung machen? Was interessiert mich speziell am Gesundheits- und Krankenpflegeberuf? Dann haben Sie das Bewerbungsgespräch bei uns, in weiterer Folge einen Sozialkompetenztest, wo Situationen aus dem täglichen Leben geschildert sind und Sie erörtern, wie Sie darauf reagieren würden. Und dann ist schon der letzte Schritt, die letzte Hürde sozusagen. Sie werden dann zur Aufnahmekommission eingeladen oder das findet virtuell statt, je nach Situation, was Corona betrifft. Und bei der Aufnahmekommission macht man sich dann nur mehr ein Bild des Bewerbers, der Bewerberin. Und dann kann es schon losgehen mit der Ausbildung. Und dann kann schon losgehen mit dem Zukunftsjob. Dankeschön für diese ersten Insider-Infos. Und es geht um was? Es geht um eure Zukunft. Darum melden sich auch ganz viele Profis aus diesem Bereich heute zu Wort. Zum Beispiel jetzt per Video zugeschaltet Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Fit for Life, ihr macht euch schlau über Gesundheits- und Sozialberufe. Das ist toll. Das sind nämlich auch tolle Berufe. Sie sind zukunftsträchtig und sie sind sehr vielseitig. Es sind nicht nur die Älteren, die Hilfe benötigen. Vom Baby bis zum Greis. Es kann jederzeit passieren, dass es notwendig ist, Betreuung und Unterstützung zu erfahren. Es können körperliche und psychische Einschränkungen sein. Es kann dauerhaft oder kurzfristig sein. Wichtig ist, dass jemand da ist, wenn man jemanden braucht. Das sind Menschen mit guten Qualifikationen, mit den verschiedensten Ausbildungswegen. Diese Veranstaltung wird helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei eurer Ausbildungswahl. Da zu sein, wenn jemand Hilfe braucht, also ein wahrer Job mit Sinn, vielleicht für euch bei den Sinnstiftern. Du suchst einen Job mit Zukunft und mit Sinn. Das ist der Grund, warum ich heute bei Sinnstifter bin. Yo! Martin König, Chef der Kampagne Sinnstifter. Blöd gefragt, aber wer oder was ist Sinnstifter? Sinnstifter sind Menschen, die beruflich in der Altenarbeit tätig sind, die unsere Großeltern und Urgroßeltern betreuen und pflegen. Sinnstifter wird man mit einer Ausbildung für einen Sozial- und Gesundheitsberuf. Ein Beruf mit Zukunft. Yo! Du bist wer? Servus, Johnny. Ich bin der Elias. Wie alt bist du? 16. 16, unfassbar. Jetzt machst du eine Ausbildung in der alten Arbeit. Wieso ist dieser Job genau was für junge Menschen? Ja, ich glaube, unsere Großeltern haben uns damals geholfen und jetzt ist Zeit, dass wir unseren Großeltern helfen. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Nach dem Tod meiner Oma habe ich realisiert, wie schön dieser Beruf ist. Dank meiner Oma habe ich auch den Beruf kennenlernen dürfen. Ich bin dann nach Stuppern gegangen in ein Altersheim und mir ist es so dark, dass ich gesagt habe, ich möchte das für meinen Rest des Lebens machen. Monika! Wie lange machst du jetzt schon diesen Job? Ich bin mittlerweile 24 Jahre in der Altenpflege, zuerst als Diplom-Krankenschwester und mittlerweile in der Leitung Betreuung und Pflegedienst. Was ist das Schöne an diesem Job? Das Schöne, das ist, die Kleinigkeiten machen es aus. Es ist jeden Tag, es ist immer anders, man erlebt jeden Tag Neues. Durch Kleinigkeiten wie durch ein Zulächeln oder ein paar freundliche Worte kriegt man schon wahnsinnig viel Dankbarkeit von den alten Menschen zurück. Welche Qualifikationen sollte man jetzt als junger Mensch für diesen Job mitbringen? Es ist wichtig, dass man andere Menschen mag. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, vor allem alte Menschen. Man soll ein gutes Einfühlungsvermögen haben, Wertschätzung gegenüber den anderen Menschen und in späterer Folge natürlich die berufliche Qualifikation erlangen. So schaut's aus. Geiler Job. Ihr sucht sie junge Leute. Wo kann man sich da bewerben? Ja, in den nächsten Jahren werden mehr als 3000 zusätzliche Arbeitskräfte für den Pflegebereich gesucht. Ein sinnvoller Job, vor allem für die Jugend. Alle Informationen, Übersicht über die Berufe, Anmeldetermine bei allen Schulen Oberösterreichs und vieles mehr auf der Homepage sinnstifter.at. Tausende Menschen werden gesucht. Ihr seid gefragt, ein gutes Gefühl. Und ihr werdet jetzt auch wieder gefragt, und zwar von mir. Hier kommt schon die nächste Quizfrage zu den Sinnstiftern. Möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Sinnstifter in den Sozial- und Gesundheitsberufen gibt es in Oberösterreich? Weniger als 10.000, zwischen 10.000 und 20.000
oder mehr als 20.000. Eure Zeit läuft. Wie viele Sinnstifter in den Sozial- und Gesundheitsberufen gibt es in Oberösterreich? Weniger als 10.000, zwischen 10.000 und 20.000 oder mehr als 20.000? Was schätzt ihr? Noch ganz kurz ist Zeit und die Zeit ist jetzt abgelaufen. Das heißt, wir sehen die richtige Antwort. Es gibt wahnsinnig viele Sinnstifter bereits in Oberösterreich. Die richtige Antwort ist nämlich mehr als 20.000. Das heißt, vielleicht seid ihr in Zukunft auch dabei und wir erhöhen diese Zahl nochmal. Aber hier kommt erst einmal die zweite Frage. Und zwar, wie viele Schritte legt eine Pflegekraft in der Altenarbeit, in unserem Fall eine Fachsozialbetreuerin Altenarbeit, durchschnittlich in ihrem 11-Stunden-Dienst zurück? Sind es 5.000 bis 10.000 Schritte, 10.000 bis 15.000 Schritte oder 15.000 bis 20.000 Schritte? Was schätzt ihr? Stimmt ab. Wir sammeln in jeder Fragerunde wichtige Punkte für euer neues iPad. Die Zeit ist vorbei. Wir schauen uns an, was die Schrittzähler besagen. Und es sind 10.000 bis 15.000 Schritte. Sehr gut, das sind die Punkte für euch in dieser Runde. Und hier kommen die Infos für euch von den Sinnstiftern. Sie ist ein echter Profi für alle eure Möglichkeiten, die ihr bei den Sinnstiftern habt. Sie ist nämlich Ausbildungsberaterin. Herzlich willkommen, live zugeschaltet, Caroline Leitenmeier. Und Frau Leitenmeier, die Frage an Sie. Gibt es denn unterschiedliche Berufsbilder in der Altenarbeit? Und welche sind das genau? Ja, schönen Vormittag darf ich auch wünschen. Es gibt unterschiedliche Berufsbilder, und zwar die Fachsozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit, Behindertenarbeit oder Behindertenbetreuung, die Pflegefachassistenz, die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege und die Heimhilfe. Die Ausbildungen unterscheiden sich auch in der Ausbildungsdauer zwischen einem halben Jahr und 3 Jahren und natürlich im Kompetenzbereich, im Aufgabenbereich. Die Ausbildungen unterteilen sich je zur Hälfte in Theorie und in Praxis. Dann stellt sich noch die Frage, für welchen Bereich interessiere ich mich? Wo möchte ich zukünftig arbeiten? Diese Berufe kann man in unterschiedlichen Bereichen ausüben. In einem der 132 Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich, in eines der Krankenhäuser, in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, mobile Dienste, Reha-Zentren oder auch Tageszentren. Grundsätzlich gibt es bei allen Ausbildungen ein Mindestalter von 17 Jahren. Zur Überbrückung nach der Pflichtschule gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel Lehrgang Junge Pflege, der Vorbereitungslehrgang, das freiwillige soziale Jahr oder auch ein Berufsfindungspraktikum. Also ganz viele Möglichkeiten. Wir haben noch eine Live-Frage reinbekommen, und zwar der Tobias aus Bad Leonfelden fragt, ich würde mich interessieren, gibt es da bei mir auch was? Also wo kann man denn überall eine Ausbildung bei den Sinnstiftern machen? Also es gibt mehr als 30 Ausbildungsstätten in allen Regionen in Oberösterreich. Da ist sicher auch für ihn was dabei. Näher kann er Sie informieren über unsere Homepage www.sinnstifter.at. Da findet man auch alles über die unterschiedlichen Berufe, Praktikumsstellen, die ganzen Schulen und auch die ganzen Termine für Infoabende. Also von Bad Leonfelden bis Windischgarsten, Salzkammergut. Die genau. Sinnstifter sind wirklich überall. Dankeschön für diesen Einblick. Wenn ihr weiter Fragen habt, schickt sie rein. Sie werden später dann online für euch natürlich alle noch beantwortet. Und jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Das heißt, wir möchten natürlich auch wissen, wie schaut's denn aus im Ringen um das neue iPad? Und ich habe von der Regie gerade eingeblendet bekommen, es ist wirklich ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen, aber wir haben aktuell einen Zwischenführenden. Ich verrate mal nur den Vornamen. Wir haben Tausende, die dabei sind, aber wenn du, David, unter diesen Tausenden bist, du bist gut dabei, du bist der aktuell Führende, aber wir sind erst bei der Halbzeit. Ihr könnt natürlich noch locker aufholen mit den nächsten Quizfragen. Es geht heute um viel. Ich sende hier ja, ich stehe hier in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Fit for Life ist schon zum 5. Mal hier zu Gast. Zum 5. Mal
ich sage einmal, eine Info, die ihr euch vielleicht gleich merken könntet. Und wir freuen uns immer, dass wir hier sind, denn hier, egal ob virtuell oder live, treffen sich ganz viele Menschen auf dem Weg zu ihrer Zukunft. Es ist immer spannend, darum freue ich mich auch, dass sich einer der Gastgeber hier zu Wort meldet. Und zwar ist er der Leiter der Konzernkommunikation der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Willkommen per Video hier bei uns, Dr. Bernhard Markert. Wie können wir alte Muster aufbrechen? Füreinander und nicht gegeneinander sein. Wie können wir vorankommen, ohne zu weit zu gehen? Ausbrechen aus den Schubladen, in die wir gesteckt werden. Aus alt neu machen. Wie können wir über uns hinauswachsen? Dem Stillstand einen Schritt voraus sein? Wie können wir uns stark machen für das, was uns wichtig ist? Aufbäumen für unsere Zukunft. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Bernhard Markert und für die Konzernkommunikation der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich verantwortlich. Wie können wir über uns hinauswachsen und im Stillstand einen Schritt voraus sein? Wie können wir uns stark machen für das, was wichtig ist? Das Logan des Raiffeisen-Clubs spiegelt sehr gut die aktuelle Situation wider, die euch und uns nun schon seit über einem Jahr vor enorme Herausforderungen stellt. Ihr alle musstet in diesem Jahr unter Beweis stellen, wie schnell und gut ihr euch an neue Situationen anpasst und diese bewältigen könnt. Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, welche hohe Bedeutung Gesundheitsberufe haben. Der Bedarf an gut ausgebildetem Fachpersonal steigt von Jahr zu Jahr. Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, euch dieses Berufsbild näher zu bringen. Gesundheitsberufe sind Berufe mit hohem Sozialprestige und mit großer Verantwortung. Sie bieten den Ausübenden gute Jobaussichten und große berufliche Zukunftschancen. Vielleicht ist ja Fit for Life für euch ein Anstoß, den einen oder anderen der vielen unterschiedlichen Gesundheitsberufe bei der Berufsauswahl in Erwägung zu ziehen und damit einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Abschließend wünsche ich euch noch ein spannendes und interessantes Event. Wir würden uns freuen, wenn wir euch in Zukunft bei einer Raiffeisen-Club-Veranstaltung wieder persönlich begrüßen dürfen, denn ich bin zuversichtlich, dass dies schon bald wieder durchgeführt werden kann. Auf das freuen wir uns auch, auf die großen Events, wo wir alle wieder gemeinsam da sind. Und ich freue mich auch, dass die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich uns unterstützt auf eurem Weg Richtung neues iPad. Denn hier kommt die Quizfrage zur RLB Oberösterreich. Ich möchte gerne von euch wissen, wie oft wurde die Veranstaltung Fit for Life bereits in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich veranstaltet? Einmal, fünfmal oder zehnmal? Vielleicht habt ihr das ja vorhin schon gehört. Einmal, fünfmal oder zehnmal. Entscheidet euch schnell. Die Sekunden laufen runter und die Zeit ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sehen die richtige Antwort und das war natürlich fünfmal und 84% von euch haben das gewusst. Sehr gut, die Punkte haben wir eingesackt und jetzt holen wir uns die nächsten Infos. Ihr könnt Gesundheit in Oberösterreich natürlich auch studieren und zwar in der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich. Auch dort war Johnny Reporter unterwegs. Rund um medizinisch versorgt zu sein, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Die Grundlage, bestens ausgebildete Gesundheitsprofis in einer Vielzahl von Bereichen. An 5 Standorten bieten wir 8 Bachelorstudiengänge, 3 Master- und 6 Weiterbildungslehrgänge an. Das Studium erfolgt dort, wo es zählt. In Theorie, Praxis und Forschung. Einer der schönsten Momente war sicher das gemeinsame Arbeiten mit Studierenden von anderen Nationalitäten im Rahmen der International Week. Bei uns im Studium fleißig sein und zu viel feiern. Du's ist ein bisschen mitlernen und trotzdem feiern.
Mich hat an dem Studium am meisten überrascht, obwohl es so ein großes Studium ist mit relativ viel Mitstudenten, hat es trotzdem einen sehr familiären und freundschaftlichen Charakter. Mich motiviert, diesen Beruf auszuüben, dass ich Menschen helfen kann und dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Also, wir sind mitten im Bewerbungsverfahren bei der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich. Ganz spannend. Dazu hören wir gleich noch mehr. Jetzt möchte ich aber mal von euch wissen, wie schaut's denn aus? Wie viele Standorte hat die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich? Die nächste Quizfrage für euch. Ist es ein Standort, zwei Standorte oder gleich fünf Standorte? Die Zeit läuft. Wie viele Standorte hat die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich? Einen Standort, zwei Standorte oder fünf Standorte? Entscheidet euch, sammelt die Punkte für euer neues iPad. Die Sekunden laufen runter und die Zeit ist vorbei. Das heißt, wir sehen hier die Auflösung und die lautet fünf Standorte. Und das haben gleich 71% von euch gewusst. Sehr gut. Wir holen gleich die nächsten Punkte mit der nächsten Frage. Und die lautet, wie lautet der Slogan der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich? Lautet er, Wissen schafft Gesundheit. Hier spielt mein Leben. Träume nicht dein Leben. Lebe deinen Traum. Eure Zeit läuft. Wie lautet der Slogan der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich? Wissen schafft Gesundheit. Hier spielt mein Leben. Oder träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Die Zeit ist vorbei. Wir sehen hier die richtige Antwort. Und die lautet Wissen schafft Gesundheit. 63% von euch allen haben sich einen Punkt geholt. Sehr gut. Und hier kommen die Live-Fragen von euch direkt in die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich. Die stellen wir jetzt Heidmaria Jackel. Sie ist Studiengangsleiterin für den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege. Frau Jackel, wir würden gerne wissen, wie läuft denn das Bewerbungsverfahren für den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, ab? Ja, wunderschönen Vormittag. Ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen. Es ist so, dass wir zurzeit gerade die Bewerbungszeit laufend haben. Sie können sich noch bis 6. August 2021 für den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege bewerben. Wie bereits gesagt, Corona-bedingt mussten wir einige Änderungen vornehmen. Und zwar läuft das gesamte Verfahren nur online. Sie können sich über unsere Homepage fh-gesundheitsberufe.at online anmelden. Sie müssen all Ihre Unterlagen, die benötigt werden, hochladen. Zusätzlich drei berufsspezifische Fragestellungen beantworten. Nach diesem ersten Schritt folgt dann der zweite. Das ist ein Online-Aufnahmegespräch, das mit jedem einzelnen Bewerber und Bewerberin geführt wird. Das dauert so circa 20 Minuten. Und nach dieser Phase wird dann sozusagen entschieden, wer an unseren Standorten mit dem Studium beginnen kann. Wie bereits erwähnt, der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege ist sehr groß. Wir sind in 5 Regionen mit 6 Standorten und 310 Studienplätzen verankert. Dann kommt noch eine Live-Frage bzw. einige Fragen in die gleiche Richtung. Wie schaut es denn aus nach diesem Bachelorstudiengang? Wo und wie kann ich denn da arbeiten? Was für Jobs gibt es da? Und gibt es da auch gute Verdienstmöglichkeiten? Ja, also wo kann man überall arbeiten? Es ist eine generalistische Ausbildung. Das heißt, Sie können von der neonatologischen Intensivstation bis hin zur Palliativstation in allen Bereichen tätig werden. Im intramuralen Bereich, aber auch in der mobilen Pflege, im Altenheim, auch in Forschung und Entwicklung. Sie können freiberuflich tätig werden. Es stehen Ihnen grundsätzlich sehr, sehr viele Möglichkeiten des Einsatzes und auch der Fort- und Weiterentwicklung bis hin zum Doktorat zur Verfügung. Bezüglich der Verdienstmöglichkeiten ist es so, dass das Einstiegsgehalt natürlich je nach Rechtsträger unterschiedlich definiert ist, aber man kann davon ausgehen, also
Auf einer normal bettenführenden Station kann man von 3.000 Euro brutto plus zusätzlich Sonn- und Feiertagszulagen und möglichen weiteren Zulagen monatlich mit einem Einstiegsgehalt rechnen. Wie gesagt, hängt stark von den Rechtsträgern ab, wo man tätig ist, und dann noch zusätzlich, ob man weitere Zusatzqualifizierungen hat oder eben nur einmal einstweilen den Bachelor für Gesundheits- und Krankenpflege abgeschlossen hat. Frau Jackel, danke für diese Infos. Das klingt sehr vielversprechend. Und es ist natürlich schwierig, in dieser ganzen Vielfalt den richtigen Job zu finden. Da immer auch eine gute Adresse in puncto Beratung ist das AMS Oberösterreich. Darum meldet auch er sich heute hier bei uns mit einem Video. AMS Oberösterreich Geschäftsführer Gerhard Strasser. Arbeitskräfte im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich sind auch während der Krise besonders gefragt. Wir merken auch, dass es sich hierbei um ganz sichere Arbeitsplätze handelt und vor allem zukunftsträchtige. Ich empfehle daher allen Frauen und Männern, allen Menschen, die sich dafür interessieren, hier ihre Eignungen und Fähigkeiten abzutesten, sich zu informieren und in diese Richtung zu überlegen, weil, wie gesagt, es hier sehr sichere und zukunftsträchtige Arbeitsplätze gibt. Und diese Arbeitsplätze gibt es zum Beispiel auch in den Landespflege- und Betreuungszentren Oberösterreich. Dort umgesehen hat sich wie immer Johnny Reporter. Jo, jetzt habe ich es geschafft. Heute bin ich in einem Schloss. Aber wo bin ich eigentlich genau, Sabine? Im Landespflege- und Betreuungszentrum Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems. Und wieso bin ich jetzt da? Ich arbeite in einem der 4 Landespflege- und Betreuungszentren in Oberösterreich. Und das zeige ich dir jetzt. Wie bist du jetzt zu diesem Job gekommen? Aufgrund von einem Berufsfindungspraktikum. Das dauert 9 Monate lang und kann man in alle 4 Landespflege- und Betreuungszentren machen. In einem Monat bekommt man eben einen ganz guten Einblick in alle möglichen Gesundheits- und Sozialberufe. Man kann sich eben persönliche Erfahrungen ganz gut mitnehmen und sich eben das ganz genau anschauen, was eigentlich da gemacht wird. Was sollte man jetzt für diesen Job mitbringen? Ganz wichtig ist Freude an der Arbeit mit Menschen, Humor und Empathie. Es ist ja ein sehr besonderer Beruf. Was ist da jetzt das Schöne dran? Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich teilweise unsere Bewohner jahrelang begleiten kann. Wir haben sehr langfristige Bewohnerbeziehungen, die leben manche schon seit über 30 Jahren da. Und es ist ja für mich nicht nur mehr Arbeit, sondern es ist genauso das Daheim von unseren Bewohnern. Wir planen gemeinsam mit unseren Bewohnern den Tagesablauf und dabei ist es wichtig, dass man darauf schaut, wer individuelle Therapie benötigt. Wo gibt's die Infos? Auf der Homepage. Wo kann man sie bewerben? Auf der Homepage. Geil. Wie unser Homepage. Und hier kommen sie schon. Die nächsten Fragen für euch in unserem iPad-Quiz. Möchte ich gerne rund ums Landespflege- und Betreuungszentrum Oberösterreich wissen, wie viele derartige, also wie viele Landespflege- und Betreuungszentren gibt es denn in Oberösterreich? Eines, 2 oder 4? Eure Zeit läuft. Wie viele Landespflege- und Betreuungszentren gibt es in Oberösterreich? Eines, 2 oder 4? Die Sekunden laufen runter. Trefft eure Entscheidung. Und die Zeit ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sehen jetzt die richtige Antwort eingeblendet. Und das sind 4 Zentren. 81% von euch haben das gewusst. Sehr gut. Die Punkte kann euch niemand mehr nehmen. Und hier kommt schon die nächste Frage. Wie lange dauert das Berufsfindungspraktikum für Gesundheits- und Sozialberufe, das man in den Landespflege- und Betreuungszentren machen kann? 3 Monate, 9 Monate oder 12 Monate? Wie lange dauert das Berufsfindungspraktikum? 3, 9 oder 12 Monate? Was glaubt ihr? Die Zeit ist vorbei, hier kommt die richtige Antwort.
Und die lautet 9 Monate und wieder ganz hohe Trefferquote. 84% von euch haben das gewusst. Sehr gut. Und genau über dieses Berufsfindungspraktikum wollen wir jetzt natürlich noch mehr wissen. Und zwar schalten wir dafür live zu Frau Direktorin Christina Schwarzberger von den Landespflege- und Betreuungszentren Oberösterreich. Willkommen, Frau Schwarzberger. Ich frage gleich nochmal eben dieses Berufsfindungspraktikum. Was bringt mir das und warum ist es gescheit, so eines zu machen? Schönen Vormittag. Ja, das Berufsfindungspraktikum sollten all jene machen, die gern einen Beruf im Gesundheits- und Sozialbereich machen möchten, die sich aber noch nicht ganz sicher sind, ist der Beruf jetzt wirklich das Richtige für mich? Was muss ich in dem Beruf dann alles machen? Man hat im Berufsfindungspraktikum 9 Monate Zeit, man kann genau hineinschnuppern, man kann seine eigene Motivation hinterfragen, beziehungsweise auch, bin ich wirklich geeignet für den Beruf? Ist es wirklich der Beruf, den ich zukünftig auch machen möchte? Und wenn man sich dann späterer Folge auch bewirbt, hat man natürlich auch einen gewissen Wissensvorsprung. Das Berufsfindungspraktikum dauert 9 Monate, kann in allen 4 Landespflege- und Betreuungszentren absolviert werden. Und wir freuen uns über alle, die bei uns dann auch mitarbeiten möchten. Und die Mia hat uns noch eine recht direkte Frage reingeschickt. Sie fragt ganz einfach, was ist das Beste an der Arbeit bei euch? Das Beste ist, wir sind ein Langzeitbereich. Das heißt, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die wechseln nicht ständig, sondern die sind wirklich jahrelang bei uns. Das heißt, wir dürfen sie ein großes Stück ihres Lebensweges auch begleiten. Man kann als Mitarbeiter den Tagesablauf mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr individuell gestalten. Das heißt, man hat einfach einen sehr großen Handlungsspielraum. Es ist jeder Tag anders und es ist natürlich besonders spannend, herausfordernd und interessant. Dankeschön für diesen Einblick. Viele weitere Fragen sind reingekommen. Kein Problem, sie werden alle noch beantwortet im Anschluss werden unsere Profis diese beantworten und die findet ihr dann ab Freitag alle online auf liveradio.at/fitforlife. Jetzt haben wir aber noch einen Ausbildungspartner für euch, eine Zukunftschance für euch und die wartet im Klinikum Wels-Christkirchen. Klinikum Wels-Christkirchen, genau da bin ich heute und was ihr da machen könnt, das schauen wir uns jetzt an. Karin Zauner, Direktorin vom Ausbildungszentrum Wels. Welche Ausbildungen kann man bei euch machen? Hier in Wels ist es möglich, 2 Ausbildungen zu absolvieren. Einerseits sind wir ein Standort der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich, wo es möglich ist, den Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege zu absolvieren. Andererseits ist es möglich, die Ausbildung zur Pflegefachassistenz zu machen, die 2 Jahre dauert. Du bist wer? Ja, ich bin die Frau. Hanna, du machst eine Ausbildung zur Pflegefachassistentin. Genau. Was ist das Coole an deinem Job? Ja, das Coole ist, man geht jeden Tag mit einer anderen Erfahrung aus, sie lernt neue Leute kennen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, sowie jeder hat eine andere Lebensgeschichte, was das Ganze individuell und besonders macht. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass man bei den Patienten einfach immer Dankbarkeit spürt. Ist natürlich auch nicht immer so, aber großteils. Und ja, das ist auch, da geht man mit einem guten Gewissen aus. Yo, Johnny! Yo, Sarah! Was geht? Hey, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen? Ganz einfach. Ich habe mit 14 schon mit der Pflege was zum Tag gehabt, aufgrund von meiner Tante. Und das hat mir getaugt. Und ich habe mir gedacht, mit der Erfahrung hilf ich den anderen. Welche Qualifikationen sollte man jetzt für diesen Job mitbringen? Kontaktfreudig musst du auf jeden Fall sein, hilfsbereit und ein Durchhaltevermögen brauchst. Und den Rest, den lernst du einfach mit der Zeit. Coole Ausbildungsberufe. Er wird gesucht und wo gibt es die Infos? Wir suchen Menschen, die gerne am und mit Menschen arbeiten und die sich gerne weiterentwickeln. Pflege braucht ein hohes Maß an Fachkompetenz und da ist lebenslanges Lernen einfach wichtig. Ja, und die Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage. Und apropos Fachkompetenz, jetzt sind wir nochmal beim Fach. Ich möchte gerne ein iPad gewinnen. Hier kommen die letzten beiden Quizfragen für euch. Die erste lautet, wie hoch ist das Durchschnittsalter der Pflegekräfte am Klinikum Wels-Christkirchen? 18 Jahre, 42 Jahre oder 59 Jahre? 18, 42 oder 59 Jahre? Entscheidet euch für eine der 3 Antwortmöglichkeiten, holt euch Punkte fürs iPad.
Die Zeit läuft rasant und sie ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sehen die richtige Antwort und die lautet 42 Jahre. 65% von euch haben das gewusst. Sehr gut. Und hier kommt sie. Die letzte Frage. Wie lange dauert die reguläre Ausbildung zur Pflegefachassistenz? 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre? So, jetzt noch einmal gut aussuchen. 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre. Damit sammelt ihr die allerletzten Punkte fürs iPad. Die Zeit läuft, das sind die letzten Sekunden. 3, 2, 1 und die Zeit ist vorbei und wir sehen hier die richtige Antwort und die lautet 2 Jahre und 77% haben sich die Punkte nochmal geholt. Die werden jetzt ausgewertet. Wir werden sehen, gibt es einen Gleichstand? Brauchen wir noch einmal eine Runde? Also werden noch einmal die mit Gleichstand in den Computer eingegeben und der wirft uns einen Gewinner mit dem Zufallsgenerator aus? Oder gibt es schon einen? Das erfahren wir gleich. Davor schalten wir natürlich nochmal live ins Klinikum Wels-Christkirchen und zwar zu Frau Direktorin Karin Zauner. Sie ist die Direktorin vom Ausbildungszentrum Wels. Und da möchte ich gerne wissen, was zeichnet die Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege eigentlich aus? Einen schönen Vormittag aus Wels. Ja, alle Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege zeichnen sich durch eine hohe Fachkompetenz aus. Also die Damen und Herren, die die Ausbildungen absolvieren, werden sehr gut ausgebildet. Die Berufe zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus und durch eine gute Entwicklungsmöglichkeit auch nach Ausbildungsende. Sie sind absolut krisensichere Berufe. Wie man jetzt in den letzten Monaten gesehen hat, ist das etwas, was sehr wichtig ist. Und es ist ein Teamjob. Arbeiten im Team ist wichtig und gehört hier dazu. Dann haben wir noch viele Fragen wieder in die gleiche Richtung bekommen. Zum Beispiel, die Lisi möchte wissen, wie schaut es denn aus mit den Karrieremöglichkeiten? Kann ich dann noch weiter aufsteigen zum Beispiel oder noch einen anderen Beruf dazu machen oder meinen Beruf erweitern? Das ist gut möglich. Ein Merkmal der Gesundheits- und Krankenpflege ist, dass nach oben sehr, sehr viel möglich ist. Das heißt, auch wenn ich jetzt mit der Pflegefachassistenz starte, habe ich später die Möglichkeit, wenn ich feststelle, der Kompetenzbereich reicht mir nicht, ich möchte mich verändern, ich möchte weiter, kann ich den Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege noch machen. Ich kann die Fachbereiche wechseln und ich kann mich beständig weiterentwickeln, nach oben, aber auch in die Breite. Dankeschön, Frau Zauner, für diese Einblicke. Das sind Sie also, die besten, die größten Ausbildenden in Oberösterreich in Sachen Sozial-, Pflege- und Gesundheitsbereich. Es ist das absolut wichtigste Thema zurzeit. Darum meldet auch Sie sich hier zu Wort, Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin Magister Christine Haberlander. Herzlich willkommen zum Fit for Life Informationstag. Normalerweise würden wir uns in echt sehen, aber in einer Gesundheitskrise ist das nicht möglich. Apropos Gesundheit. Gesundheit ist wirklich ein Zukunftsfeld, wo man einen sicheren Arbeitsplatz haben kann. Zum Zweiten ist es ein Arbeitsfeld, wo immer etwas Neues passiert und ihr viel lernen könnt. Und zum Dritten ist es ein Bereich, wo ihr mit Menschen arbeiten könnt, wo ihr wirklich auch eine sinnstiftende Tätigkeit haben könnt. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht und entscheidet euch für einen Beruf im Gesundheitswesen. Auf eurer Suche wollen wir euch natürlich weiter unterstützen. Mit der gleichen App, mit der ihr gerade beim Quiz mitgemacht habt und eure Fragen reingeschickt habt, könnt ihr auch weitere Infos zu den verschiedenen Ausbildungspartnern anfordern. Dazu blenden wir jetzt nochmal einen kurzen Rechtstext ein. Das heißt, einfach die Erlaubnis von euch, dass ihr die Infos, die ihr genau haben wollt, auch zugeschickt bekommen darft. Also um das geht's hier. Und hier nochmal kurz eingeblendet, also einfach Kontaktaufnahme durch Ausbildungspartner. Da könnt ihr nochmal auswählen, für was spezifisch ihr euch interessiert, welche Infos ihr haben wollt. Und ich denke fast, ihr wollt auch gerne wissen, wer von euch gewinnt denn jetzt dieses iPad? Gut, ich schaue rüber zur Live-Regie und ich sehe, wir brauchen den Zufallsgenerator. Wir haben gleich mehrere Teilnehmer von euch, die die gleichen Punkte
geschafft haben. Wir werfen das jetzt in den Zufallsgenerator und in der Zwischenzeit schalten wir noch mal kurz zu Johnny Reporter live ins Live-Radio-Studio. Er bewacht ja das iPad. Zeig es uns doch noch mal, Johnny. Ja, es ist nach wie vor großartig. Also wenn man drauf drückt, es ist sehr sympathisch. Es sagt sofort Hallo. Ich will es eigentlich gar nicht mehr hergeben. Ich muss aber leider. Und an wen, das erfahren wir jetzt gleich bei dir. Ja, und wir sind ja hier in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Ein sicheres Zeichen, dass es einen Gewinner gibt, ist die Sumsi, die sympathischste Biene im ganzen Land. Sie fliegt mit einer Karte zu mir. Die schnappe ich mir gleich. Dankeschön, liebe Sumsi. Und hier drauf steht jetzt der Gewinner. Wer von den Tausenden unter euch hat das iPad gewonnen? Und es ist eine oder einer? Es ist eine, und zwar die Cora Hable. Cora, du hast gewonnen. Gratuliere, das iPad ist am Weg zu dir. Und natürlich alle Infos, alle Fragen, die ihr reingeschickt habt. Okay, also die Date-Fragen zwecks Johnny Reporter, die müssen wir noch fragen, ob wir die beantworten dürfen. Aber die ganzen Infos, die ihr haben wollt, die stehen ab Freitag online auf liveradio.at/fitforlife. Viel Erfolg, viel Spaß auf der Suche nach eurem Traumjob. Danke fürs Dabeisein.